Willkommen zu meinem zweiten Video zu den Minecraft Mods. Heute zeige ich euch Landminen. Also, ja, das sind alles Landminen mit verschiedenen, ja, mit verschiedenen Blöcken drauf. Und sie sehen von der Seite so aus, also man könnte sie erkennen. Es gibt viele Farben. Holzarten gibt es nicht viele, nur so ein. Ja, Stein. Ich weiß nicht gerade, was das ist, aber Steinarten und ja, zwei Erdarten. Ein Eisenart und Smaragd und dann habe ich hier ein Diamant. Und Nether. Ja, Blöcke Art auch noch. Ja, ist was. Von dem Teil. Wir könnten jetzt also eine Explosion ausprobieren. Und gleich. Los. Warte. So. Jetzt zeige ich euch ein Beispiel, wie man die gut verstecken kann. Zwar kann man diesen Block hier sehen, aber eigentlich denkt man sich nichts Böses und dann kommt's. So. Tja, Kühe können das nicht aufrufen. Boah. Ja, dann kommen zum Bruchstein. Ich weiß, das ist jetzt kein Bruchstein, aber ich glaube Kies oder sowas ähnliches. Ne, ist Kies. Ja. Tja, passende. Also ich finde hier leider gar keine passende Szene dafür. Aber wir lassen es mal hier so. So. Dann kommen, wenn man ein Haus gebaut hat oder seinen Boden verlegt hat, zum Beispiel den. Dann merkt man hier nichts. Sieht alles gleich aus. Und dann, wenn man drauf geht, dann merkt man es erst. Aber dieser Mod funktioniert nicht mit allen, also mit gar keinem Ressort, also Texture Pack. Ich meine, guckt euch das an, ich platziere hier eine Mine. Jetzt sieht sie wie Sand aus, aber gleich nicht mehr. Guckt. Und zwar nehme ich eines meiner beliebtesten Ressourcenpacks und dann. Was? Hä? Dann erkennt man das sofort. Aber jetzt, wenn wir wieder ohne dem spielen, dann merkt man es nicht. Dann ist man jetzt also denkt man sich, obwohl ich hier eine Explosion schon war. Habe ich noch getestet, ne? Aber hier, jetzt weiß ich nicht mehr, wo das lag. Oh, shit. Oh. Ja. Danke fürs Zuschauen, lasst ein Abo da und ein Like. Wenn ihr mehr Videos wollt, lasst insgesamt 100 Likes schaffen, dann kommt das nächste Video. Versprochen. Danke fürs Zuschauen und tschüss.